Sorgenkinder gibt es immer wieder an der Börse, aber der DAX gehört offensichtlich nicht dazu. Hier der Index, zumindest aktuell, sieht man da noch nicht wirklich was Sorgen bereiten sollte. Aber vorsichtig, nicht jetzt überreagieren im Sinne von, oh, kein Sorgenkind, toller Anstieg, das kann jetzt nur noch ununterbrochen so weitergehen. Das ist nicht das, was ich meine. Aber es ist zumindest mal ein sehr positives Bild, was der DAX jetzt hier nach dem Tief hier abgegeben hat. Und das ist ungebrochen tatsächlich. Was ist also zu erwarten? Also tatsächlich weiter steigende Kurse. Wir haben das öfter jetzt schon erwähnt in den täglichen Videos hier, aber auch in meinem Wochenendbeitrag. Viele von euch verfolgen das Ganze ja schon und haben das mitbekommen, ein bisschen, wie sich das große Bild mindestens beim DAX geändert hat aktuell. Aber wie sieht es denn aktuell aus? Womit müssen wir denn vielleicht heute noch rechnen? Das ist natürlich vertrackt. Da sich jetzt zwingend festzulegen, ich weiß, das ist natürlich das, was man sich immer wünscht. Ja, leg dich fest und dann soll der Markt auch das machen. Ja, wir müssen das handeln, was der Markt macht und das werden wir sehen. Aktuell aber zumindest mal der Druck nach oben ein bisschen raus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, am schönsten fände ich es eh, wenn der Markt jetzt ein bisschen eine Pause machen würde. Ihr kennt das Ganze, schön dynamisch hoch, wackelig runter. Das ist ein klassisches Beispiel, dass wir dann unterscheiden können, was ist die starke Richtung, was ist die schwache Richtung. Wenn es denn so käme, hier eine dreiwellig oder mehrfach wackeln, das wäre eigentlich herzallerliebst. Ihr seht aber, dass meine Erwartungshaltung trotzdem, naja, eben nach unten weist. Wird das jetzt sofort also losgehen? Könnten wir dann jetzt schon blind shorten? Na, das halte ich für fahrlässig, denn zwar sehen wir, dass jetzt der Aufwärtsmove natürlich nicht jetzt wirklich hier mehr die echte Dynamik hat. Aber daraus jetzt zu schließen, dass wir so einen Rücksetzer bekommen, sofort jetzt in diesem Moment sozusagen, das ist ein bisschen fahrlässig. Grundsätzlich mal gesprochen, womit müssten wir denn rechnen? Dafür kann man die Fibonaccis mal bemühen, die machen da immer ganz gerne mit. Man misst mal vom tiefsten bis zum höchsten Punkt. Im Moment ist das der. Nehmen wir mal an, der Kurs würde noch ein bisschen höher wackeln, dann müssten wir natürlich auf den dann messen. Und dann hätten wir so die 38er-Marke als ein ungefähres Ziel, wo der Kurs eine ordentliche Unterstützung hätte. Nicht jeder Rücksetzer wird jetzt sofort so weit gehen. Ihr seht, man kann auch weniger weit runterfallen. Allerdings sieht man auch, dass man hier gar keine Chance hat zu shorten. Ich weiß, das wird der ein oder andere jetzt noch nicht erkennen. Das gucken wir uns gleich aber nochmal an. Wer mich aber weiter verfolgt, der weiß das natürlich, dass das hier zwar ein Ansatz für einen Short ist, der aber niemals getriggert wurde, denn es ging Schub nach unten, auch wackelig hoch, sehr gut. Wir hätten aber hier das Zwischentief, wir hätten da getriggert werden müssen. Das hat der Markt nicht gemacht, ist nach oben raus. Und damit war der Short Gedanke, den wir da hatten, natürlich schadlos. Das müssen wir hier natürlich ebenfalls mit berücksichtigen. Wir wissen nicht genau, wann es losgeht, aber eine ungefähre Dimension. Wer es nicht sehen kann, jetzt hier beim Index 12.600 in etwa. Das ist, die Logik ist etwa die gleiche, wie wir sie hier auf Tagesbasis hatten. Hier die 38,20er, wo wir sagen können, ja, in dem Bereich, das wäre nicht so untypisch, wenn der Kurs dahin fällt. Es darf ein bisschen höher sein, es darf ein bisschen tiefer, aber eben ungefähr diese Zone, die ist dafür eigentlich berühmt, berüchtigt. Also ihr seht, diese blaue Zeichnung, die ich jetzt habe, die würde das so ein bisschen widerspiegeln. Dann, wenn das natürlich schön dünn, ja, wollte ich gerade falsch anfangen, wenn sie schön nicht dynamisch ist, also schön wackelig hier entsprechend verläuft, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich guten Mutes, den Markt hier nach oben zu handeln, wenn wir hier wieder triggern und dann mit der Erwartungshaltung, dass wir noch viel mehr Platz haben. Ihr erinnert euch, ich hatte in dem Wochenendvideo Gründe genannt, warum ich auch Zahlen über 16.000 für nicht abwegig halte als Bewegungsausmaß. Ihr seht also, es ist ein ewiges Wechselspiel. Im Moment stünde das an. Es ist aber noch nicht wirklich zu erkennen, dass das jetzt passiert. Ich rechne ab sofort damit, aber nur weil ich damit rechne, heißt das nicht, dass es ab sofort passiert, aber jetzt einfach zu sagen, oh Gott, ich mache jetzt einfach nochmal Long, der macht jetzt bestimmt nochmal weiter, ist halt ein bisschen fahrlässig. Nicht so sehr, weil das nicht passieren kann, aber ich kann daraus keinen richtigen Trade basteln. Ich müsste dann einen Stop aus der Hüfte geschossen sozusagen da implementieren, sprich eine Absicherung, wo ich sage, ja, wo ich die hinlege, weiß keiner so genau, aber irgendwas werden wir da schon machen müssen. Das ist eigentlich nicht das, was ich besonders bevorzugt mache. Also insofern, entweder ich kriege eine ordentliche Strategie daraus oder eben kein Trade. Jetzt haben wir lange über den DAX gesprochen, jetzt wollen wir wenigstens noch mal kurz auf die Amis gucken. Denn dort haben wir beim Dow Jones hier im Future gemessen eigentlich ein ähnliches Bild. Ihr seht schon, ich habe hier unten sogar auch die Fibonacci schon eingezeichnet. Es ist hier diese aktuelle Aufwärtsrichtung jetzt nicht die super dynamische, wenn man ganz ehrlich ist. Also insofern wäre das ein Hinweis dafür, ja, okay, wir hatten hier jetzt ein bisschen den Anstieg, hier ein Päuschen, da machen wir hier noch so diesen Ausläufer.
Also ich halte da abwärts für gar nicht die schlechteste Lösung. Möglicherweise werde ich dazu eine Handelsidee gleich im Trade des Tages auch nochmal bringen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den Dow Jones nehme oder eine Alternative. Lasst euch ein bisschen überraschen, aber denkt daran, euch anzumelden, damit ihr dann unsere ganz konkrete Trading-Idee mit unseren Ein- und Ausstiegsmarken dort dann genannt bekommt. Vielleicht könnt ihr davon ein bisschen was mitnehmen, gedanklich, vielleicht sogar auch traden. Ich will das niemandem raten, dass es jetzt unbedingt nachgehandelt werden muss, aber das sind mal so die Ideen, die wir dann auch entsprechend dann so umsetzen. Jetzt haben wir so positiv gesprochen, das sieht doch alles super aus. Ist das denn tatsächlich so gegeben? Jetzt, ich zeige hier nach unten und sage positiv. Deshalb positiv, weil der Gesamteindruck immer noch nach bullisch aussieht. Zumindest mehrheitlich, auch wenn wir jetzt mal interimsmäßig mit so einem Shorty rechnen müssen. Und da sind wir schon bei den, ja, soll ich sagen, Sorgenkindern. Guckt euch aber den Nasdaq mal an. Wenn wir uns den anschauen, der hat natürlich auch diesen riesen fulminanten Start hier nach oben mitgenommen, klar. Aber wir sehen auch, dass der halt weitaus weniger dynamisch hier nach oben irgendwie was jetzt hier macht, zumindest an dieser Stelle, sondern dass die Dynamik hier nach unten läuft. Und da wäre es jetzt eigentlich famos, wenn wir sowas in diese Richtung bekämen, um dann die nächste Short-Richtung nochmal mitzunehmen. Also ihr seht, hier ist das Bild genau umgekehrt. Gehen wir mal hier aus dem Minutenchart raus. Hier ist das Bild sehr stark auf der Abwärtsseite, sehr dezent auf der Aufwärtsseite und dementsprechend eigentlich ganz gute Voraussetzungen für nochmal eine Abwärtsbewegung. Ich kann es mir also sehr, sehr gut vorstellen. Drücken wir uns mal die Daumen, dass wir da was draus machen können. Denkt daran, den Trade des Tages euch da anzumelden, damit ihr unsere konkreten Handelsideen bekommt. Wer noch mehr gerne hätte, also auch auf das Smartphone Informationen bekommen möchte, der sollte unbedingt aktuell nutzen, unsere Aktion hier bei Born for Trading mitzumachen, kostenfrei. Nachrichten auch aufs Smartphone, wo wir dann immer wieder auch mal Intraday Updates, Situationen, vielleicht auch den einen oder anderen Trade dort ankündigen, wo ich sage, ha, das sieht nach einer Geschichte aus, die man vielleicht sogar sinnvoll umsetzen kann. So, in diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen, wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Und freue mich, wenn wir uns wieder hören oder wiedersehen.